Dienstag, 26. Mai 2011, meine kurze Medienlage von heute. Echtzeitnachricht ist die Festnahme des serbischen Kriegers Mladic, den man angeblich viele Jahre gesucht hat. Und ich möchte dazu nur sagen, unser Augenmerk und unsere Kraft sollte sich darauf richten, Friedenspolitik zu machen und nicht Rechthabereipolitik. Unter dem Stichwort Wahrheitspolitik, ja, eine Wahrheit, die man mit Gewalt durchsetzt, die ist weder seitens Netanjahus richtig, noch seitens der EU gegen Serbien. Hier geht es um Friedenspolitik. Friedenspolitik, die soll auf den anderen zugehen, mit dem Ziel, miteinander Frieden zu haben. Mein Thema heute allerdings betrifft auch Frieden, Friedenspolitik, und zwar die innere Sicherheit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute befasst sich wieder mit großer Reklame für angebliche Ausstiegs- oder Umstiegsszenarien, was völliger Unsinn ist. Es wird immer von den Kosten gesprochen. Die jetzige Atomenergie ist das teuerste, was es gibt. Alles andere ist Müll. Sofort abschalten. Aber mein Thema ist jetzt hier der Kabelbrand im Ostbahnhof in Berlin, worüber die Nachrichten dann unwahrscheinlich in barock ausschweifender Form berichtet haben. Selbst Krankenhäuser hätten Telefonausfall gehabt und so weiter. Ja, liebe Leute, das ist das, was uns immer gesagt wird, wenn eine Drohne einschlägt, Kollateralschäden. Ja? In Tripolis leider ein Krankenhaus getroffen, Kollateralschäden. Die Kollateralschäden des Kabelbrandes sind die Kosten der Demokratie, in der wir zum Glück wissen, ist Macht und Gegenmacht. Also, noch lauern Blindgänger, da müssen wir schon mit einigen rechnen, was in die Dimensionen von Naturkatastrophen reicht. Und gegen Naturkatastrophen ist der Mensch, wie gesagt, nicht sicher. Und ich sage das Ganze aber deshalb, weil nämlich das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute meine Weitsicht, die ich vor ein paar Tagen hatte, noch lauern Blindgänger, beim Kabelbrand hier heute im Feuilleton nämlich berichtet. Seite 31, Feuilleton Frankfurt Allgemeine Zeitung am 26. Mai unter der Überschrift Poesie und Prosa schreibt hier L.J. Folgendes: Die Broschüre, jetzt kommt's, der kommende Aufstand aus Frankreich, stammend, 2007 veröffentlicht und im vergangenen Jahr auf Deutsch erschienen, Lichtgeschwindigkeit vor einem halben Jahr, enthält die Poesie der Sabotage. Als existenzieller Feind wird der Verkehr ausgemacht. Die Vervielfältigung der Transport- und Kommunikationsmittel entreißt uns unablässlich dem Hier und Jetzt durch die Verführung, immer woanders zu sein. Einen TGV, das ist der französische Hochgeschwindigkeitszug, eine ERE oder ein Telefon nehmen, um bereits dort zu sein. Diese Mobilität enthält nur Zerrissenheit, Isolation und Exil. Als Autor zeichnete ein unsichtbares Komitee und der Kampf gegen die falsche Mobilität ist wohl der Kern seiner Gedankenwelt von einem Bahnhof, einem Einkaufszentrum, einer Geschäftsbank oder einem Hotel zum anderen. Überall diese Befremdung, so banal, so bekannt, dass sie die letzte Vertrautheit ersetzt. Alles war in feierlichen philosophischen Kategorien formuliert. Die französische Gruppe Ticin soll mit dem unsichtbaren Komitee verbunden oder gar identisch sein. Tikkun ist ein Grundbegriff der Kabbala. Er bedeutet so viel wie die Heimkehr aller Menschen und der natürlichen Dinge aus dem Exil, in dem sie seit dem Sündenfall versunken sind. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung aber richtig tief in die Breite, ja, breit in die Tiefe. Wunderbar. Literarischer geht es kaum, dabei geht es hier wieder um Propaganda, ja, es kommt gleich.
In Berlin erlebt man nun die Prosa. Der S-Bahnhof Ostkreuz, ein Verkehrsknotenpunkt, an dem täglich bis zu 140.000 Menschen umsteigen, wurde das Ziel eines Brandanschlags, zu dem sich inzwischen eine offenbar linksextreme Gruppe bekannt hat. Man liest im Schreiben, dass die Polizei als authentisch beurteilt nichts mehr von Exil und Entfremdung, sondern von den Waffenexporten und den Atomkraftwerken. Mobilität garantiert das reibungslose Funktionieren zur Aufrechterhaltung eben jener Normalität. Diese zu unterbrechen, wenn auch nur in bescheidenem Umfang, ist unsere Absicht. Ein Zitat aus dem Bekennerschreiben. Die Gefährdung von Menschen habe man nach bestem Wissen ausgeschlossen. Betroffen waren aber nicht nur die Pendler im Nahverkehr, sondern auch ein Krankenhaus, dessen Telefone ausfielen. Alfred Hitchcock erzählte einmal, wie er sich den idealen Kurzfilm vorstellte. Da ist eine Straße mit einer schlecht gesicherten Baugrube. Ein Mann kommt daher, zeitungslesend, sieht nichts und fällt hinein. Großes Hallo im Publikum. Aber dann geht der Film weiter. Der Notarztwagen kommt, man sieht den Verletzten blutüberströmt. Im Kino wird er ganz still. So ist es mit der Prosa der Sabotage. Ja, ich wollte das ein bisschen erklären, was mit den Kollateralschäden es auf sich hat. Also ich will Bin Laden erschießen, sprenge dabei aber zufällig ein Krankenhaus. Das sind Kosten, da muss man abwägen. Wer hier die Macht hat zum Abwägen, der hat Recht. Wer nicht Recht hat, hat Unrecht. Und wenn du denkst, du hast das Glück, dann zieht die Sau den Arsch zurück.